Hallo. Mein Weltbild hängt schief. Er leuchtet. Er leuchtet. Sie auch. Wer leuchtet? Gott, Allah, Krishna, Mohammed, Shiva, Buddha, Konfuzius, Lao Zedong, Mao Zedong, Deng Xiaoping. Ich bin katholisch. Erleuchtung. Bin ich es schon? Seid ihr es schon? Bist du es schon? Endlich. 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 Soweit. So weit. Alle? Alle arbeiten darauf hin. Leiden darauf hin. Kriechen untertänigst darauf hin. Vernachlässigen. Mann, Eltern, Kind, Freund, Geschäft, Haushalt. Psst. Ich muss meditieren. Jetzt nicht. Ich muss mich konzentrieren. Ich brauche Ruhe. Ich werde es doch konvertieren. Nein, kein Sex jetzt. Ich könnte mich sonst verlieren. Krall ins Bett spät nachts auf allen Vieren und keiner fragt, warum wir konkurrieren. Dann spricht der Guru. Leider, du bist noch nicht so weit. Noch nicht. Dir fehlen noch Seminar Nummer 6, 7, 8 und 9 und ganz wichtig, das Eigenliebetraining. Das kann doch nicht sein. Ich stehe morgens um 3 Uhr auf, bete eine Stunde lang die mir aufgetragenen Mantren, laufe barfuß die erfrierungsgefährlichen Runden auf scherbenscharfen Eiskristallrasen, pilgerte schon nach Rom, nach Eisenberg, nach Medjugorje und nach Bad St. Leonhard. Liege eine Stunde unter der Linde, eine am Felsen, am Fluss, warte aufs Wasser, bereite zur täglichen Sonnenwende das Dankesfeuer. Meine Wohnung ist mit positiven Affirmationen tapeziert. Ich habe dafür das Ersparte den Armen in Uganda gespendet. Esse nichts Tierisches und trinke reines Wasser aus der Quelle. Leider, du bist noch nicht so weit. Noch nicht. Dir fehlen noch Seminar Nummer 112, 113, 114, 115 und ganz wichtig, das Achtsamkeitstraining. Das kann doch nicht sein. Ich schlafe auf kahlem Steinboden, habe mein Auto verkauft. Der Weg zur Arbeit, zur Teilzeitarbeit, dauert jetzt mit Autostopp halt länger, 3 Stunden. Ich trage nur noch vegane Kleidung und überlege mir, ob die Mikrobenansammlung in meinem Körper und außen rundherum von mir, meiner Wenigkeit, auch artgerecht gehalten wird. Meine Kinder sind trotzig und ich bin seit 3 Uhr morgens auf dem Weg zur Erleuchtung und leuchte mich mit esoterischen Büchern in den heiligen Schlaf zur Erleuchtung. Leider, du bist noch nicht so weit. Noch nicht. Dir fehlen noch Seminar Nummer 664, 665, 666 und ganz wichtig, das Enthaltsamkeitstraining für die optimale Energiebalance. Kein Sex bei Vollmond. Das kenne ich doch schon. Kein Sex vor der Ehe, kein Sex außerhalb der Ehe, kein Sex zwischen 2 Ehen. Also eher kein Sex. Während ich also sexlos die Nächte durchwandle, nebenbei dennoch mit meinem Bedürfnis verhandle, ist mein Lebensabschiedspartner fast in die Krise geschlittert. Hier Robin heute doch wieder wegen meiner noch katholischen Konfession schleunigst, die sind im Beichtstuhl abgebittert. Mein Wölfingsbild hängt schief, hängt so schief, es wackelt, ich kann ja mal, ich will ja mal. Erleichterung, Erleichterung, Erleichterung. Ich stehe jetzt oben in die finsterste Hölle. Es ist aus. Ich stirb. Hallo? Wie geht's dir? Bist du schon erleichtert? Und du? Und du? Ahmed? Bin ich erleichtert?